Frau Vorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, in der Dezember-Sitzung hatte ich ja noch spekuliert, warum die grün-rot-gelb-violette Regierungskoalition die Ergebnisse der vorbereiteten Untersuchungen zu einer Trabantenstadt im Nordwesten von Frankfurt nicht auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Nach 5 Jahren andauernder Voruntersuchung und einer Zurückstellung der Ergebnisse ist die Koalition jetzt offensichtlich nicht nur sprechfähig, sondern es gibt sogar so viel Redebedarf, dass gleich 3 Koalitionsfraktionen gleichzeitig das Thema zur Debatte angemeldet haben. Da müssen Sie es mir schon nachsehen, wenn ich heute zum 2. Mal an dieser Stelle zur M181 spreche. Zumal in der letzten Plenarsitzung Mike Josef bei der Debatte dieser Vorlage mit Abwesenheit glänzte und er im letzten Planungsausschuss ebenfalls nicht zugegen war, als das Thema erneut diskutiert wurde. Dass Sie jetzt hier sind, lieber Herr Josef, rechne ich Ihnen hoch an. Finde ich super. Ja, das meine ich ernst. Er ist extra zurückgekommen und das finde ich wirklich vorbildlich, wenn man manchmal sieht, wie leer diese Magistratsbank bei wichtigen Debatten ist. Heute werde ich mich im Wesentlichen auf eine Zusammenfassung der Beweggründe beschränken, die meine Fraktion dazu veranlasst haben, das geplante Umweltverbrechen einer Trabantenstadt im Frankfurter Nordwesten von Anfang an konsequent abzulehnen. Denn die unzähligen Restriktionen, mit denen das von CDU, SPD und Grünen seinerzeit ausgewählte Plangebiet im Frankfurter Nordwesten durchzogen sind, waren bereits im Jahr 2017 auf den ersten Blick erkennbar. Restriktionen, die heute, 5 Jahre später, durch die Ergebnisse der Voruntersuchung letztlich bestätigt werden und die zur Folge haben, dass von der geplanten Josefstadt, wenn überhaupt, nur noch ein Josefdörflein übrig bleiben dürfte. Eine 8-spurige Autobahn, deren Erweiterung auf 10 Spuren bereits in Planung ist, Höchst- und Hochspannungsleitungen, Trinkwasserschutz bzw. Bevorratungsgebiete, daraus resultierende Abstandsflächen, Landschaftsschutzzonen der Kategorie 1 und 2 sowie wertvollste Ackerböden, die zudem als Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete fungieren, lassen sich nicht weguntersuchen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schon damals war klar, dass ein neuer Stadtteil an dieser Stelle mehr Probleme schaffen würde, als er zu lösen imstande wäre. Auf die Rolle der Frankfurter CDU in dieser Frage bin ich bereits in meiner Rede im Dezember ausführlich eingegangen. Dass sie jetzt vor der anstehenden Oberbürgermeisterwahl eine 180-Grad-Kehrtwende hingelegt hat und plötzlich die ureigene Forderung der Bürger für Frankfurt BFF aufgreift, diese Planungen endlich fallen zu lassen, kann man entweder als taktisches Manöver werten oder auch mit der Feststellung besser spät als nie gutieren. Diese Bewertung obliegt letztlich den Wählerinnen und Wählern in unserer Stadt. Ebenfalls im Dezember bin ich auch schon auf die von den Grünen gekippten Planungen für das Wohnquartier Güntersburghöfe eingegangen, wo immerhin nicht nur 1.500 Wohnungen relativ zeitnah hätten errichtet werden können, sondern auch tatsächlich ein autoarmes urbanes Quartier der kurzen Wege hätte entstehen können. Wie man hört, bedauert ja die Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, Frau Dr. Manuela Rottmann, diese Entscheidung. Herr Witsch, Sie sollten sich also vielleicht besser mal mit Ihrem grünen Koalitionspartner auseinandersetzen, wenn es um Zuverlässigkeit in planungspolitischen Entscheidungsprozessen geht. Vielleicht ist das ja, also diese Sicht der Frau Dr. Rottmann ist ja vielleicht der ihr eigenen Außensicht von Berlin oder Unterfranken auf Frankfurt geschuldet, wer weiß. Aber natürlich ist es ein Treppenwitz, und das habe ich in meiner letzten Rede auch schon aufgeführt, aber man kann es nicht oft genug betonen, wenn man auf der einen Seite beschließt, in einer Entwicklung wie den Güntersburghöfen keine Flächen mehr versiegeln zu wollen und dort jetzt sogar deswegen das geplante Gymnasium auf 2 Standorte verteilen will, aber andererseits in großem Umfang Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete im Frankfurter Nordwesten zubetonieren will. Diese grüne Unlogik wird nur noch getoppt durch teure und nutzlose Placebo-Maßnahmen wie grüne Zimmer und City Trees. Wer meint, damit die Klimaanpassung in Frankfurt bewerkstelligen zu wollen, aber andererseits ein großflächiges Umweltmassaker im Frankfurter Nordwesten anstrebt, der hat die Herausforderung des Klimawandels und insbesondere der notwendigen Klimaanpassung in unserer Stadt nicht verstanden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir Bürger für Frankfurt BFF sind die politische Kraft in Frankfurt, die dieses Umweltverbrechen von Anfang an konsequent abgelehnt hat. Und wir werden das auch weiterhin tun. Dass wir die M181 ablehnen, ist daher konsequent und glaubwürdig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.